Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde. Wir machen ein 2 gegen 4 auf Lebenin. Wir schauen generell, was für Gegner kommen. Wir spielen wieder nur gegen mittlere Armeen. Zum Schauen, wie es diesmal läuft. Wir spielen Rohan mit Mordor. Auf jeden Fall eine sehr interessante Kombi. Wir holen uns einen Merry. So wie es aussieht, sind wir ein wenig geschützt über die Brücken. Also können wir nur abwarten und gucken, was passiert. Ich kämpfe für das Auenland. Hobbits müssen zusammenhalten. Wir bauen direkt nochmal ein Gehöft. Ich bin gespannt, was unsere Gegner sind und haben. Ich habe versucht, den Edain-Mod zu installieren. Leider hat es nicht ganz so funktioniert, wie ich es mir erhofft hatte. Deswegen wird es erst ein wenig später kommen. Deswegen müssen wir uns zufrieden geben. Aktuell noch mit Herr der Ringe Schlacht um Mittelerde Teil 1. Wir haben ein neues Gehöft. Okay, und so, darunter ein Gollum. Wir holen uns direkt eine Stallung. Ich überlege gerade, es wäre sinnvoll, einen Brunnen und dann noch die Rutschkammer zu bauen. Dort unten hat sonst nichts mehr. Dadurch, dass die Gegner aber relativ schnell kommen können, dadurch, dass es 4 Stück sind, bauen wir erstmal ein paar Türmchen. Wir können die Stallungen jetzt nutzen. Ich will lieber Türme von Anfang an bauen, bevor die Gegner kommen. So, noch zweimal. Und zack. Türme stehen. Unser Verbündeter ist hier auf jeden Fall schon mal effektiv dabei. Lassen uns überraschen, wie unser Verbündeter uns unterstützt, beziehungsweise wir ihn unterstützen müssen. Hat es einen Höhlentroll? Ja, hier sind auf jeden Fall noch einige Lager. So, du gehst einfach mal direkt dahin. Einmal Reiter. Zweimal Reiter. Ah, wie es aussieht, kommt da schon der erste Feind. Oh, wir waren zu langsam. Wir sind bereit zu kämpfen. So, als erstes noch eine Rüstkammer. Damit wir Upgrades für unsere Reiter holen können. Okay, die Gegner sind auf jeden Fall schon mal zahlreich da. Wir schicken einmal unsere Reiter, unsere Verbündeten zu unterstützen. Okay, unsere Reiter haben schon einiges abbekommen. Ah, okay, da haben wir noch eins. Wo hierin? Ah, okay, wir brauchen nicht mal die Brücken. Die laufen einfach so drüber. Okay, wir müssen einmal schön hier sitzen lassen. Vorwärts!
Kohärenz. Los. Gut, das Geld. Money, money, money. Nur strong. Bannerträger noch dazu. Dann halt einmal schnell. Kohärenz! Die geschmiedeten Klingen sind fertig. Kohärenz! So schnell. Sie sind gleich vollständig geheilt. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. So, einmal schnell rüber. Ich weiß nicht, ob das OG jetzt von unseren Verbündeten war oder ob das gegnerisch war. Okay, unser Verbündeter hat auf jeden Fall schon mal die Rolle sich geholt. Wir schauen, dass wir jetzt als nächstes Helden herbekommen, beziehungsweise Reiter wären auch noch sehr interessant. Ja, also wie gesagt, falls jemand irgendwie Tipps und Tricks hat, wie es mit dem E-Line-Mod funktioniert, kann er mir gerne schreiben, weil ich habe einfach... Ja, ich finde leider nichts dazu. Weiß jetzt auch nicht genau, wie ich das machen muss. Deswegen, naja, läuft zwar ein bisschen blöd, aber solange wir hier noch mit klarkommen, ist doch auch kein Verlust. Okay, das ist... Rolle sind jetzt nicht so geil, aber da haben wir einmal Gondor. Oh Gott, da kommt schon einiges, okay. Einmal heilen. Reiter. Rüber. Der Feind! In Deckung, Männer! Ja! Da kam ein Auge bei uns vorbei. Okay, bisher kommen wir mit unseren Reitern ziemlich gut durch. Bis irgendwann wird es ein bisschen blöd. Und da sind schon einige von Gondor. Das ist natürlich nicht so super. Was können wir hier machen? Wir können elbische Verbündete holen. Bisher brauchen wir da noch keine Unterstützung. Wir können uns aber einen Aragorn holen. Und der erste Gegner kommt zu uns sogar schon. Unsere Verbündeten ist auf jeden Fall einiges los. Deswegen holt die Elben. Los, Elben und Aragorn. Sehr schön. Aragorn, ich kann dich leider nicht auf den Platz setzen. Ja, Aragorn auf dem Pferd, das wäre schön. Ein Horn. Wo ist ein Horn? Okay, unsere Reiter kriegen hier ziemlich einen drauf. Zurück. Aragorn. Ein Sturm. Hier unten, okay. Reiter wieder zurück. Okay, wir brauchen mehr Truppen. Ganz dringend. Hier kommt zum Glück schon ein weiterer Reitertrupp. Haltet die Augen offen! Ja! Kämpft, Männer des Westens! So, unsere Reitertrupps kommen.
Was wäre am effektivsten an sich eigentlich, dass wir Aragorn pushen? Einen stärkeren Aragorn. Oh Gott. Okay. Einmal rüber. Drei suchen. Einen stärkeren Aragorn holen. Wir müssen diese Bogenschützen einmal ausrüsten. Sehr schön. Geh zurück. Aragorn, Überlebstoß. Ah, shit. Der gepanzerte Troll hat's hinbekommen. Dann holen wir uns gerade einfach nochmal direkt Aragorn. Wir werden angegriffen. Wir werden siegen. Bleibt wachsam. Wir werden uns so weiter wieder runter. Wir brauchen einmal 350. Schnell die Reiter heilen und dann geht's weiter. Da drin kommt schon wieder eine Armee. Wir brauchen an sich mehr Reiter. Wir brauchen eine größere Armee. Sind das hier alle? Nein. Lass mir doch. Ach, Mann. Ja, wie viele Augen sind hier noch? Meine Güte. So, auch noch weg. Aragorn. Sind ja auch einmal Rohan. So, Aragorn niedergeknüppelt. Gott, da kommt ja noch mehr. Zurückschicken. Wir werden uns dort sammeln. Los! Sie haben angegriffen. Ich bin am überlegen, ob ich Legolas als nächstes hole. Die Reiter müssen auch mal ausbilden. Auf jeden Fall so eine Armee, die müssen wir niederknüppeln. Ah, okay, es geht eigentlich tatsächlich. Unser Verbündeter vom Wargreiter. Aragorn, rein. Also die Überlegung ist, dass wir versuchen, soweit wir können, den Niedernen hier weghauen. Oder Pink. Oder Pink. Wargreiter. Das war Friendly Fire. Ins Lager. Ich werde euch bis zum Ende begleiten. Schnell. Aber Aragorn bleibt hier, der vermetzelt ein bisschen. Oh, okay.
ganz schnell Legolas. Aragorn. Und Sturm. Nein, mit dem hier ist sehr schön. Egal wie. Vorwärts! Sie werden von unseren Bogenschützen weggeratzt. Sehr schön, Legolas. Ah, okay, der kann heilen. Okay, okay. Unsere Freunde einmal weg. Brauchen uns. Wir müssen zurück. Komm zu den großen gegnerischen Armee, die müssen wir wegnutzen. Sehr schön. Ja, die Gegner freuen sich überhaupt nicht. Lasst uns weitergehen. Unser Volk wird nicht versagen. Lasst keinen am Leben. So, direkt weiter, die Gegner. Ah, sehr schön. Der Ring muss geschützt werden. Wir müssen die Wälder schützen. Keine Spuren. Na, diese blöden Trolle. Reiter zurück. Helden dürfen da bleiben. Geheilt. Perfekt. Unsere Helden haben einen leichten Kampf. Leicht, haha. Oh. Legolas. No. Wir müssen gegen ihren Legolas kämpfen. Okay, okay, okay. Wir müssen zurück. Gimli holen wir auch noch. Eomer auch noch. Mittelerde braucht uns. Nichts und niemand kann uns trotzen. Okay, hier ist schon ein ziemlich großes Gefecht jetzt. Sehr schön. Direkt weiter. Klatsch den Troll weg, Ems. Immer schön drauf. Ist uns jetzt noch aktuell was?
Nee. Dann bin ich am Überlegen, das jetzt schon einzureißen. Der Feind ist unter uns, Männer! Oh, ein Schießstand. Männer des Westens! Schnell! Weiter! Zieht eure Waffen! Damit unsere Bogenreiter. Der Schießstand ist bereit. Einmal schön hier. Wir werden angegriffen. Schickt sie in ihre Gräber. Reicht sie zurück. In Arbeit. Schickt sie in ihre Gräber. So, einmal heilen. Diese Vorfrischen sind sehr schön. Okay, unser Verbündeter kämpft da unten schön. Das läuft super. Und Reiter, rein da! So, diese Bogenschützen kämpfen. Kämpft hier mal schön. Ah, darum hat es nochmal ein Katapult. Gott! Okay, das sind einige zu viele. Der weiße Turm wird wieder erstarrt. Los! Das ist unser Weg! Also Verbündeten kämpfen auch schwer. So, Elben, drauf! Bleib dicht hinter mir! Weiter! Reiß die Hand! Schnell! Oh, shit! Der Feind ist hinter uns! Schneller! Wir werden wieder nicht! Reiß sie zurück! Schnell! Darüber! Schickt sie in ihre Gräber! Macht euch bereit! Okay, wir müssen uns einmal heilen. Bitte einmal alle heilen. Sie greifen an! Heute kämpfen wir! Zurück ins Lager! Seid tapfer, Freisassen! Okay, sehr schön. Ich weiß, das ist auch nicht Sinn und Zweck, dass man immer wieder wegrennt und alles. Nahkampfformation! Feuer einstellen! Bleibt wachsam! Der Feind! In Deckung, immer Männer! Weiter! An sich will ich, dass die sterben. Sehr schön, weil da können wir hier direkt nochmal einen produzieren. Reicht es? Niederreißen. Hier das Gebiet niederreißen. Und dann holen wir uns ein Ending. Nichts und niemand kann uns trotzen. Seid bereit, Bogenschützen! Ah, okay, es hat gereicht. Wir müssen entschlossen kämpfen. Wir kämpfen dort weiter! Ich ziehe mit Rohans Banner in die Nicht so. Ich habe was gehört, das nicht so super ist. Die Frage ist, wo fliegt er herum? Das war das Zeichen vom Balrog. Haltet sie von uns fern! Wir werden nicht versagen. Reißt es nieder.
unsere Ents. Reißt uns die Beute nieder. Okay, ich glaube, wir müssen unsere Verbündeten schützen. Sehr schön, katapultisch kaputt. Okay, unsere Armee fightert. Wir müssen wieder Fulte weghauen. Ach man, Friendly Fire. Okay, dann würde ich sagen, wir holen uns Hilfe von der Armee der Toten. Zack, Turm 1. 2. Dann können wir hier vielleicht uns noch eine Base holen. Sehr schön, wir hauen uns da weg. So, wir können uns das Lager holen, unser Verbündeter will's nicht. Erstmal das Hauptthema, überall Türme hin. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, ob draußen Weltenhund. Wir haben ein neues Gehöft. Jetzt kommen schon wieder die Augen. Ich glaub's nicht. Bauen wir noch das und hier bauen wir noch ein Gehöft. Wunderschön. So, weiter Truppen, alle einmal heilen. Och du. Da kommt eine kleine gegnerische Armee. Ich würde mal sagen, kämpfen ein bisschen mit. Erdbeben. Oh, verbündeter Balrog. Ich hatte schon Panik. Ich hatte tatsächlich schon Panik, dass es ein gegnerischer Balrog ist. So, und die Statue. So. Wir müssen auf jeden Fall gleich das Gebiet da hinten holen.
Komm, wir klatschen einmal geschickt die Katapulte. Falsche Taste. Wieder zurück. Wir müssen uns beeilen. Sehr schön. Und rein da. Auch wenn ich eigentlich will, dass... Sollten wir das hier weghauen, das Ending. Wir müssen weiter. Okay, einmal zurück bitte. Oh, das Endling. Lithio Ephelin. Auf eure Posten. Gott, einmal bitte zurück. Sehr schön. So, wir drehen den Spieß einfach um und bei uns selber eins. Aber wir müssen einmal unsere Einheiten heilen. Und sobald unser Ending gebaut ist, drehen wir den Spieß einfach um. Schön ist, hier kann ich jetzt einfach nur Gehöfte hinsetzen. Es wird einfach schön gebaut. Ohne Wenn und Aber. Okay, Gehöft gebaut. Ich glaube, wir greifen als nächstes Rohan an. Warten aber kurz bis uns so. Yep. Wahrscheinlich hier der Außenbusch. Ich mal. Böhm. Vielleicht der hier? Nee. Unser Ending wird angegriffen. Ist mir relativ egal, weil wir holen uns den nächsten Gegner. Okay, gegen mittlere Armee habe ich jetzt tatsächlich kein Problem. Das mal so sieht. Vielleicht müsste ich mal so ein Match dann alleine bestreiten, um es zu testen. Ja, vielleicht machen wir die nächste Runde hier auf der Map. Alle gegen mich. Balrog. Ah, Balrog sind schon so ein Thema bei Herr der Ringe. Stallung. Turm. Brunnen. Turm. Soll sich auch von selber verteidigen können, wenn ich nicht da bin. Sehr schön. So. 40 frei. Wir werden nicht
muss geschützt werden. Unser Land wird belagert. Sie greifen an. Das haben wir noch. Bogenschützen drin. Haltet eure Bögen bereit. Das ist alles schon gebaut. Okay, super. Wie der Gegner keine Chance hat. Okay. Schauen wir mal, wen können wir hier noch bauen? Wir wollen uns einfach alle helfen. Sauron muss besiegt werden. Ihr werdet sehen, meine Größe spielt keine Rolle. So, unser Gegner wird gleich besiegt. Haltet die Augen auf! Sammelt das Heer! So viele Männer, die sich finden lassen! Hier mit allen anderen in die Schlacht! Kampfbereit! Ich glaube, ich will noch nicht sterben! So, wir haben alle Helden soweit. Lasst uns weitergehen. Darüber. Die wird so weggehauen. Das ist ja heftig. Ach du. Okay. Was ist das? Tausend Schläge, unglaublich. Ich weiß nicht, was meine Nachbarn treiben, aber es geht ab. Zu eins. Ich bin echt nicht sicher, ob ihr das hört oder nicht. Wenn, dann wird es echt heftig. Ein extrem lauter Hund, der die ganze Zeit bellt. So, und der letzte Gegner, den können wir auch schnell weghauen. Unsere Rohre. Ja, die haben Bogenschützen. Aber wir haben. Rohirrim. Ja, unser Verbündeter wird da auch wahrscheinlich demnächst drüber raschen. Wir haben ein neues Gehöft. Sehr schön. Gehöft, Gehöft, Gehöft. Gehöft, Gehöft. Und noch ein Gehöft. Schärft eure Schwerter. Das ist unser Weg. Ich könnte es jetzt ganz einfach beenden, indem ich einfach mit der Armee der Toten wieder reinrenne. Wir haben ein neues Gehöft. Das Gehöft ist fertig. Weil egal, wer die Armee der Toten hat, das ist ziemlich leicht für die dann. So, unsere Einheiten werden geheilt. Wir schicken Legolas. Das ist ein Ende. Wir werden nicht versagen. Kommt schon. Weiter. Okay, es sind noch ein paar, die geheilt werden müssen. Voll geheilt und ready to rumble. Sie haben angegriffen. Okay, das sind einige. Trotzdem keine Gefahr. Zu den Waffen! Dithio Ephelin! Ein Sprung! Attacke!
Okay, das schaffen wir auch locker easy so. So, Gehöft weg. Oh mein Gott, Ballrohr! Das war... Alle Helden auf einen Schlag mit dem Ballrock. Unser Verbündeter haut unsere ganzen Helden noch am Schluss weg. Ah, guck, das ist der nächste Kampf. Das ist so unser Verbündeter gegen uns. Ich habe die meisten Einheiten, die gefallen sind bei uns, sind tatsächlich dank unserem Verbündeten gestorben. Aber hey, wir hatten Gondor, Rohan, Isengard, Mordor als Gegner. Mit Rohan und Mordor. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da. Oder sogar ein Abonnement. Ich würde mich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.